Emma. Hallo Freddy. Und natürlich, hallo Kinder. Wilma, was hast du denn vor? Warum hast du denn so viele Meterstäbe dabei? Ach, immer bin ich die Kleinste. Zu Hause, in meiner Klasse, im Turnverein. Ständig werde ich übersehen, nur weil ich so klein bin. Aber stell dir vor, heute Nacht habe ich geträumt, dass ich eine große Schnecke bin. Das war ein schöner Traum. Vielleicht stimmt es ja echt, dass ich ein paar Zentimeter gewachsen bin. Das werden wir doch gleich mal nachmessen, ob du nur geträumt hast oder ob du echt gewachsen bist. Also, ich mache mich mal so groß, wie ich kann. Oh, du bist ja schon 33 Zentimeter. Juhu, endlich gewachsen. Pass mal auf, Freddy, dass du die Meterstäbe nicht kaputt machst, sonst kriege ich Ärger mit meinem Papa. Ich mache den nicht kaputt. Ich habe gerade eine tolle Idee. Weißt du was? Ich erzähle dir heute die Geschichte aus der Bibel mit den Meterstäben. Da gab es einen Mann, dem ging es so wie dir. Der war auch kleiner als alle anderen. Bestimmt hat er sich auch immer gemessen und gehofft, dass er wächst. Aber erzähl mal, ich bin schon ganz gespannt. Das ist das Haus von Zachäus. Er war ein sehr reicher Mann und er hatte alles, was er sich wünschte. Aber keiner in der Stadt konnte Zachäus leiden. Zachäus war ein Zöllner. Jeden Tag saß er im Zollhaus bei dem Stadttor und hielt die Leute an, die in die Stadt gingen. Sie mussten ihm Zoll zahlen, sonst durften sie nicht in die Stadt hineingehen. Zachäus verlangte viel Geld von ihnen, viel mehr, als er verlangen durfte. So hatte Zachäus viel Geld, aber er hatte keine Freunde, die ihn in seinem Haus besuchen wollten. Eines Tages saß Zachäus wieder in seinem Zollhaus. Viele Menschen waren an diesem Tag auf der Straße, viel mehr als sonst, und er lauschte angespannt, was sie einander zuriefen. »Hast du schon gehört? Jesus kommt in die Stadt!« Zachäus horchte auf. »Jesus?« Er hatte schon viel von Jesus gehört. Ob es stimmte, was andere Zöllner erzählt hatten, dass Jesus auch ein Freund der Zöllner ist? Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen, wenn er vorbeikam. Schnell stand er auf und lief aus seinem Zollhaus hinaus auf die Straße. Viele Menschen standen in dichten Reihen am Wegrand. Alle wollten Jesus sehen. Zachäus aber stand ganz hinten. Sehen konnte er nichts, denn die anderen vor ihm waren viel größer als er. Was sollte er tun? Da hatte Zachäus eine Idee. Ein Stück weiter stand ein Maulbeerbaum an der Straße. Schnell lief er dorthin, kletterte auf den Baum und versteckte sich zwischen den Ästen. Da saß er nun mit seinen feinen Kleidern und wartete auf Jesus. Er sah nur auf die Straße, auf der Jesus kommen sollte. Da kam Jesus. Nun blieb er sogar stehen, genau unter dem Baum, auf dem Zachäus saß. Er schaute nach oben und rief, »Zachäus, komm schnell herunter, ich möchte heute dein Gast sein in deinem Haus.« Zachäus traute seinen Ohren nicht. Jesus wollte in sein Haus kommen. Jetzt sofort? Schnell kletterte er vom Baum und ging mit Jesus nach Hause und er lud ihn zum Essen ein. Zachäus sagte zu Jesus, »Jetzt will ich nichts mehr für mich allein haben. Ich will von nun an alles mit den Armen teilen. Und was ich anderen weggenommen habe, das will ich ihnen vierfach zurückgeben. Ich verspreche es dir.« »Ja«, sagte Jesus, »alle sollen nun wissen, dass auch du zu Gott gehörst. Denn heute ist Freude in dein Haus gekommen.« Der Zachäus war klein, aber ziemlich frech. Ich verstehe, dass ihn niemand mochte. Er hat zu viel Geld von den Leuten verlangt und das Geld dann auch noch in seine eigene Tasche gesteckt. Sowas macht man doch nicht. Das stimmt. Das war echt voll fies. Aber als er Jesus kennengelernt hat, da hat er gemerkt, dass das, was er gemacht hatte, falsch war. Ich finde das gut, dass er sich bei den Leuten entschuldigt und das Geld wieder zurückgegeben hat. Als Zachäus mit Jesus geredet hatte, da hat er sich danach wirklich total verändert.
Er hat nicht mehr zu viel Geld verlangt und die Leute haben ihn bestimmt dann auch gemocht. Das glaube ich auch. Dann ging es dem Zachäus endlich richtig gut. Wilma, es macht nichts aus, dass du noch nicht so groß bist. Jesus möchte allen helfen. Er sieht auch die Kleinen. Und er schenkt uns Mut, uns zu verändern, wenn wir Fehler machen. Das ist doch prima.